Hoş geldiniz mein Kraftzeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Hotelurlaub ist vorbei. Jetzt sind wir im Apartment. Die Feiertage sind auch schon vorbei. Und jetzt können wir endlich mal das Auto anschauen hier. Ich sehe gar nichts hier. What is this? Okay. Die Farbe da ab. Hier haben wir ja komplett aufgesetzt. Die Felge müssen wir einmal kontrollieren. Was heißt die Felge? Alles, ne? Antriebswelle, Gelenke und so weiter. Das werden wir uns heute anschauen. Immer eine Sichtprüfung machen. Kann ich euch nur empfehlen. Kann ja sein, dass ihr einen Platten habt. Aber wir machen erstmal das Wichtigste zuerst, würde ich sagen, ne? Ja. Heiß, heiß, heiß. Volle Pulle. Gib den. Alles. 37 Grad. Es ist Sauna hier. Wir haben genau 243.000. Also sind wir schon 4.000 Kilometer damit gefahren. Klimaanlage. Lauf bitte. Oh. Hey Leute, ohne Klimaanlage bist du hier aufgeschmissen. Und dann noch Ledersitze. Oh mein Gott. Wir machen erstmal das Wichtigste zuerst. Ganz klar. Und dann holen wir Chris ab. Und dann mal schauen, ob wir irgendwo hier eine Werkstatt finden. Was für ein geiles Nummernschild hat der denn hier? Oh, Kfz-Fuzis, Bochumer Kennzeichen. Geil. Nein, das ist mein Bruder. Lichthupe, Hupe, das ist das Wichtigste, glaube ich, hier. Jeder hupt. Du denkst, die begrüßen dich oder so. Nein, die hupen. Ey, ich fahre jetzt links, ich hupe mal. Ich mache Lichthupe, falls du die Hupe nicht hörst. Was ist das Wichtigste natürlich? Genau, Autowaschen. Die sind eigentlich voll, aber fährt jetzt das Auto vom Kunden einfach zur Seite und ich darf meinen sofort drauf fahren. Deswegen immer Trinkgeld geben, damit die Leute auch ein bisschen motivierter sind, wenn du wiederkommst. Der Typ wollte noch irgendwas machen, ich habe es nicht ganz verstanden. Zeit habe, ich habe gesagt, halbe Stunde, also kriegen wir hin, macht er mir jetzt irgendwas für 400 Teller. Auf jeden Fall was draufgeschrieben. Also Felgenreiniger und dann noch irgendwas im Auto komplett drauf gemacht. Jetzt geht er mit dem Kärcher einmal drüber, macht das alles weg. Und dann macht er was anderes, jetzt soll er nicht für nass kommen. Bester Mann, aber Abkühlung ist immer schön. Kanadier Niemse. Jetzt frage ich mal einfach, was wir machen. Buna hızlıcıyla atılacak. Seramik bazlı hızlıcıyla. Sirkene yıkanacak. Ha. Ha. Bu toz gelmesin, su tutmasın üstüne. Bak, şöyle göstereyim sana. Şimdi bu sirke mi oluyor? Bu sirke değil, bu hızlıcıyla. Ha, hızlıcıyla. Bak. Also cila. Also schnell politur heißt das. O zaman su hemen iniyor. Ha, su tutmuyor. Ha, okay. Onu da bütün arabayla yapacaksın. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Das ist Schnellpolitur, was dann halt Schmutz und Staub nicht mehr haftet. So habe ich das jetzt verstanden. Kann sein, dass ich es auch falsch verstanden habe. Keramik yapalım, komplett. Kaçtırılımsa keramik. Ha? Keramik kaçtırılımsa. Keramik 6000 lira. Keramik işi? Keramik abi aşağı yukarı bir gün alıyor. Bir gün? Evet. Bunu, orada neler yapılıyor keramikle? Şimdi ilk önce pastadan geçiliyor. Bu makineyle pasta geçiyorsun. Ha. Pastasını, cilasını, hare gidericisini. Seramik sonra. Seramik 4-5 saatte bitiyor da 2-3 saat kuruması lazım. Ha. Bu içeride yapılıyor. Toz gelmemesi lazım 2-3 saat. Sonra bu bir nevi zırhlı araç gibi düşün yani. Ha. Taş gelse çizmiyor. Kuş pisliği gelse yakmıyor. Zirt gelse yapışmıyor. Aynı öyle bir şey düşün yani. Yok. Kaplama yapıyorlar ya. Ama iç dışta mı temizleniyor? Sadece içi de temizleniyor, tavan da temizleniyor, her taraf temizleniyor. O 6000 lira. 6000 lira. Temizleyeceğiz. Evet. Motorun korumasını da atacağım. Okay. Keramik Versiegelung. Komplette Innenreinigung mit Sitzen, Motorwäsche. Also quasi komplettes Paket für 6000 Teller. Umgerechnet 200 Euro. Kfz Schiefler, schöne Grüße an dich. Sag mal, was kostet eine Keramikversiegelung mit kompletter Aufbereitung? Wenn ihr Bock habt, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare.
Ich will es auf jeden Fall feiern. Weil 6000 Teller, Leute, bitte. Das ist, glaube ich, nichts. Weil allein, was kostet so eine Keramikversiegelung? Eine so eine Tube kostet doch schon 300, 400 Euro, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir lieben es jetzt. Sanki böyle sirke kokuyor. Sirke de koydum ben ona. Şimdi buna sirke koyuyor. Sirke koymamın nedenini söyleyeyim mi? He. Antalya suyu kireçli olduğu için hani bardaklarda kireç lekesi kalır ya, onları bizim karılarımız sirkeyle temizler. Şöyle sana kireç çözmesi. O yüzden yani kireç gelmesin. Ha. Bakıyor suyu geldi mi kireç kireç nokta nokta kalır ya, 10 dakika olmasın diye yap. Sirke de koydum ben. Ha, güzel bir şey. Anlamıyorum böyle bir şey de olmaz. Almanya'da yok. Ya adım... Ben de Bulgaristan göçmeniyim. Gidip gelirim abi. Haa. Also habe ich das auch richtig gerochen. Es ist, Essig hat er drauf gemacht. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in Antalya haben, machen die Essig drauf, auf die Farbe. Finde ich geil, interessant. Erst 400 Zähle für das, was wir da machen müssen. Das ist ja umgerechnet 13 Euro. Und für 13, 14 Euro, das ist schon viel, was sie hier machen. Ja, ganz anders. Yapışmış bak ne olmuş zirt. Aa. Gazlama yapmışlar tamam mı bu arabaya? Okey. Bu gazlama yapmışlar bu araba öyle kalmış yani. Temizlemedim. Ve öbür tarafta da. Ich habe zwar gesagt Außenwäsche, aber die machen trotzdem innen sauber. Warum nicht? Mehr Service. Finde ich cool. Boah, habt ihr das auch? Also das Ding glänzt doch wieder. Wie läuft's? Geht's dir, Chris? Gut, und selbst? Auch gut, auch gut. Sehr schön, sehr schön. Ah, oh, hier ist schön Klima drin, ey. Aber hast du echt ein sehr, sehr schönes Hotel ausgesucht. Ja, danke schön. Du hast schon ein bisschen Farbe bekommen. Nee, wir bleiben ja, nicht hier. Nee, kommen schon alle, wollen wissen, was du hier machst. Ey. Können wir hier durch, oder? Ja, vielleicht schläft er gerade ein bisschen. Ja, so, das passt von der Höhe. Durch, ja. Ja, passt. Geht schon. Geiles Radio, ey. Hier habe ich auch neu eingebaut. Das ist jetzt Android-Radio. Ist das jetzt gespiegelt mit deinem Telefon? Kannst du. Ja, was wir jetzt machen wollen, natürlich eine Werkstatt suchen. Ja, können wir machen. Fährst du am besten, glaube ich, hier rechts. Ja, du kennst dich ja hier raus mittlerweile, ne? Wir sind in Ziede. Das ist meine Aufgabe. Ach so, ja, okay. Ich kenne mich nicht aus hier. Riesenkomplex. Das Ding ist abgeschirmt, überwacht und hier sind nur Werkstätte. So was Großes habe ich noch nie gesehen, Chris. Nee, also krass. Also wirklich, ich wusste das auch nicht. Das ist halt hier ja auch ganz anders wie in Deutschland. Ja, ey, also, kannst du dir gar nicht vorstellen, nee, in Deutschland. Nee. Chris, muss ich erstmal hier nochmal Dankeschön sagen. Chris arbeitet ja in der technischen Abteilung bei Febi und er hat mir ja damals die ganzen Sachen für Febi ja, gegeben. Dankeschön dafür. Ja, damit das Ding auch vernünftig auf der Straße kommt wieder, ne? Also kann ich echt nur empfehlen. Wie viele Kilometer hast du jetzt runtergespult hier? Jetzt sind wir 4000 Kilometer genau. Boah, 4000 Kilometer schon. Wenn ihr nächstes Mal Bremsen holt, guckt euch ruhig mal Febi an. Und bei Febi kommt ja bald auch paar andere Sachen, ne? Da kommen, also wir bauen ja unser Programm ständig weiter aus. Das heißt, es kommen immer neue Produktgruppen rein. Da einfach immer mal wieder reinschauen oder auch über den Großhandel, was auch immer, ne? Wo du Sachen kriegst. Online auch, ne? Für die Leute, die online halt bestellen wollen. Also wie gesagt, wir bieten ja mittlerweile fast alles an. Ja. Apropos Gelenke, Chris, du hast es mitgekriegt. Hier rechts habe ich ein Schlagloch mitgenommen. Ja, ja. Also das war echt extrem, muss ich hier nochmal sagen. Und wir sind ja auch jetzt hier in Manavgat, in dieser Zentrale hier, Werkstattzentrale, Sanay nennt sich das auf Türkisch. Und da werden wir jetzt eine Werkstatt suchen und mal schauen, ob wir irgendwas kaputt gemacht haben. Ja, würde ich sagen. Kann man durchfragen, ja, gucken, wer Zeit hat, ne? Ja, bin ich auch mal gespannt. Deswegen, ob die uns reinlassen.
Natürlich. Wenn überhaupt. Ja. Das Geile ist, voll die Geräusche, geht aber kaum weg, weißt du so? Ich glaube, der hat jetzt gerade 70 erreicht. Ja. Nach 20 Sekunden. Guck mal, kann man machen. Also der hat bestimmt frisch gerade Auspuff entleert. Und jetzt wollt ihr den einmal testen. Ja, feier ich doch. Ja. Das Geile ist, ich habe den gerade gewaschen, bevor ich gekommen bin. Und der ist wieder dreckig geworden. Drück mal die Daumen hier, dass hier nichts ist. Alter, wie riesig das ist. Sogar ein Wachhund haben die. Autoverkauf hier. Ja. Die Ersatzteile, glaube ich. Auch Tuningsfirma. Ja, jetzt müssen wir nur eine Werkstatt finden. Hier ist die Auto-Expertise. Hier wird nochmal sauber gemacht. Ja, Werkstatt haben wir hier Detailing, auch. Detailing, ja. Ja. Aber sowas finde ich in Deutschland ja auch eigentlich ganz cool, ne? Ich glaube, in Deutschland kann man sich sowas nicht vorstellen. Alle denken dann wirklich, es ist zu viel Konkurrenz, ne? Hast natürlich extrem viele Werkstätten auch in Deutschland. So ja. Ist ja nicht, ne? Expertise, das ist ja auch Werkstatt. Ne? Professionell. Was meinst du, sollen wir... warte mal, ist das dein Bremsprüfstand oder was? Ja, ist ein Dix. Qualität. Also was meinst du? Sollen wir einmal mal hier hin? Einmal mal fragen? Ich würde sagen, ne? Können wir mal probieren. Ja. Guck, der hat sogar eine Hebebühne. Ja, der hat eine Hebebühne. Wir fragen einfach mal nach, ob die Zeit haben und den Wagen sich anschauen können. Und da bin ich mal gespannt. Also wir sind hier natürlich irgendwo mitten in einem Touristengebiet auch. Und ich glaube, dann haben die das auch schon mit Absicht irgendwo so gemacht, dass es einen zentralen Ort gibt, damit wahrscheinlich dieses Touristengebiet nicht von Werkstätten oder sowas besetzt wird tatsächlich auch, weil es da wahrscheinlich einfach dafür keinen Platz gibt. Er ist jetzt, glaube ich, am Telefonieren einmal. Also ich würde mich da gerne mit unterhalten, aber ich kann kein Türkisch. Okay, Yunus hat irgendwas geklärt. Wie sieht's aus? Also der Hebel geht so, guckt uns den an. Ja. Kein Experte da. Ja. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Können wir uns auch selber anschauen. Wir müssen rückwärts reinfahren. Ja. Und dann heben wir den einmal hoch. Ja, perfekt. Stoßdämpfer-Test. Sehr neu bei mir. Oder ist das ein Leistungsprüfstand hier unten, der erste? Kann das sein? Ja, guck mal, das sind doch die Rollen. Ja, der hat hier auch Ketten zum Anketten. Jo, das ist Leistungsprüfstand. Das ist ein Leistungsprüfstand. Wie steht doch hier? Dyno. Jo, stimmt. 2WD. Leistungsprüfstand, Stoßdämpfer-Test und Bremsenprüfstand. In so einer kleinen Halle ohne Ebene. Ja. So sieht das aus. Das Ding ist, weiß ich nicht, 12x12 Meter so hoch. Mega. Ja, ich würde sagen, wir heben einmal die Karre an und dann sehen wir uns hier gleich wieder, ne? Chris macht ja auch ein Video für seinen Kanal. Könnt ihr gerne mal abchecken. Super. Boah, das war knapp jetzt hier oben. Ja, ne? Okay. Jetzt verstehe ich auch, warum er rückwärts gesagt hat. Hier bin ich volle Kanne draufgehauen. Jetzt erstmal mal schauen, ob wir irgendwas haben. Aber sieht nicht so aus, wenn ich Felge mal kontrollieren. Die Felge sieht aber gerade aus, ne? Räume. Ich sehe da nichts an der Seite. Kein hier ist auch keine Beule oder so, ne? Alles gut. Super, auch Querlenker und so, natürlich gut. Antriebswellen kannst du natürlich nicht so sehen. Manschetten und schwitzt ein bisschen. Schwitzt der? Oder? Ich weiß nicht, was das da ist. Nee, es ist, glaube ich, Wasser. Achso, okay. Nee, Manschetten waren eigentlich in Ordnung. Also ist, müsste noch ein bisschen fett sein, aber
Aber sonst sieht das auch alles okay aus. Ja, hier. Aber jetzt frage ich mich, wo habe ich den aufgesetzt letztens? War das hier? Ja, hier. Oh, ja. Klimaanlage läuft aus, hier in den Rücken rein. Ja, das muss irgendwo im Auspuff sein. Ne? Schauen wir mal von hinten nach vorne vielleicht. Schweller mal gucken. Ja, nee, jetzt habe ich so irgendwie in der Mitte gespürt. In der Mitte? Ehrlich gesagt, nee, ich sehe nichts. Ne? Hier auch nichts? Nee. Hä, wo hat er denn aufgehauen? Ach, hier kann das sein, so. Nee, hab ich. Ah. Okay. Das Gute dran, Motor ist schön sauber, verliert nichts, auch nicht Getriebeöl. Das ist gut, auch kein Ölverlust. Also ich sehe da nichts, ne? Kein Spiel. Ja, komisch, kannst, ne? Oh. Kannst du bei denen auch nicht merken, ne? Das ist das Problem. Nee, nee, deswegen. Ja. Aber das sieht ja alles vernünftig aus. Nee, hier hast du nichts rausgerissen, ne? Nee. Das war schon. Das war schon. Ja. Ja, also ich sehe da nichts. Das ist gut. Da bin ich schon beruhigt. Die brauchen auch nicht die Felgen irgendwie zu Felgendock oder so bringen, ne? Nee, ausfuchten. Nee. Weil ich sehe da keine Beule. Hast du selber auch nichts gemerkt während der Fahrt, oder? Nee, ich habe nichts gemerkt. Ja. Leute, wenn euch sowas passiert, geht einfach mal zur Werkstatt. Lasst das abchecken. Kostet nicht die Welt. Und wenn da was ist, ne, es kann ja schnell was sein. Und dann reparieren lassen, bevor ihr losfährt. Jetzt stell mal vor, wir hätten hier eine Beule. Wir werden das nicht sehen, Chris. Mhm. Weißt ja, was passiert. Ja. Dann fährst du einmal mal 160, 170 und dann habt ihr einen Platten. Das muss nicht sein. Einerseits gut, andererseits natürlich schade, ne? Dass man doch nichts reparieren muss. Warum schade? Ich hab doch schon alles neu. Also ich hätte echt erwartet, dass das Ding irgendwo richtig krumm geworden ist oder so. Also es war schon extrem an dem Tag. Das Geile ist, wir sind hier in Mannhofgat. Der Kollege hier kommt von Bochum. Aber du hast einen Bochum dabei. Ich habe die Beulen, die hier gemietet habe. Als Beulendoktor? Ja. Ja, krass. Und hier machst du das weiter, Beulendoktor? Ja, ja, ist mein Laden. Ja. Hier daneben ist dein Laden. Und wie ist es? Läuft sehr gut. Wir haben den Wagen einmal durchgecheckt, der Kollege hat es hochgehoben. Gehört hier nicht, er ist normalerweise da drüben Autoverkäufer. Ehrenmann hier, Dankeschön. Bitteschön. Ja, danke. Ich bin jetzt beruhigt, bis zum nächsten Schlafloch. Was ist das für eine geile Beleuchtung hier? Das ist Wahnsinn hier. Nichts am Auto dran, also da sieht man erstmal, wie stabil dieses Auto ist. Weil mein Bruder hatte nicht so viel Glück gehabt. Mein Bruder ist hier auch in die Türkei gefahren. Mit seinem X5, ein neuerer X5, Baujahr 2022 oder sogar 23, weiß ich jetzt gar nicht. Und hat ja auch ein Schlagloch in Bulgarien mitgenommen. Und der war auch ungefähr wie ich, 50, 60 km/h. Und was passiert? Reifenplatzer. Und der muss ja auch noch sein Auto durchchecken. Und er meint so, ist ja auch Sachverständiger. Also er meint, es ist nichts dran, aber ich würde es natürlich auch machen. Wobei er noch mal einen Reifenplatzer hat. Das ist natürlich noch schlimmer. Dankeschön. Dankeschön. Die Monotta, türkische Gastfreundschaft hier. Dankeschön. Die Türken sind schon cool, ne? Ja. Also nett. Cool sind die auch, aber nett sind die auch. Alle, die ich hier bislang kennengelernt habe, auch außerhalb von Hotels, wirklich alle super freundlich. Auch wirklich, wenn du jetzt sagst, nicht Restaurants oder so, sondern wirklich einfach so auf der Straße Leute triffst, mega freundlich. Immer. Ja. Ja. Aber ich würde trotzdem noch einmal in jede Runde gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also würde ich auch gerne mal gucken, was hier noch so ist. Ja. Und vielleicht finden wir noch irgendwie was, was interessant ist. Auf jeden Fall. Wir sehen noch ein bisschen was türkisches Tuning vielleicht angeht. Ja, haben wir ja gerade gehört. Ja. Gut, da fahren wir den noch raus, dass wir hier das Ganze nicht mehr besetzen. Wir sind bei Seyfullah Usta. Er ist ein Beulendoktor, der hat lange in Deutschland gelebt. Was für ein Zufall. Hat in Bochum gearbeitet. Als er mein Auto gesehen hat, hat er gesagt, er wird Kennzeichen, kommst du aus Witten. Ach, in Bochum hat er Kunden gehabt, Düsseldorf dann oder? Ach, in Düsseldorf hat er einen Laden. Der Arme, wir reden die ganze Zeit türkisch. Chris versteht gar nichts und dickt nur die ganze Zeit. So, der hat ja ein Auto hier im Passat. Jetzt kannst du besser sehen. Ja. Schau mal. Ja, guck mal, jetzt ist die Bäume. Siehst du? Ja. Und hier. Die holst du jetzt raus, Servolumster? Ja. Ich bin auch gespannt, wie er das macht. Werkzeuge. Ja.
Warum machst du das? Der Fensterschutz. Achso, damit wir die Fenster nicht kaputt machen. Ja, genau. Krass. Damit wir keinen Kratzer machen. Ja, mit dem Werkzeug kann ich reinkommen. Wie lange hast du in Deutschland gearbeitet? Ungefähr 45 Jahre. 45 Jahre? Ja. Wahnsinn. Und dann bist du wieder zurück und hast dich hier selbstständig gemacht. Genau. Ja, in Deutschland war ich auch selbstständig, aber seit 5 Jahren lebe ich hier. Haben wir viel schönes Wetter. Ja. Siehst du die Beule? Ja, ich sehe die Beule. Jetzt fange ich an. Siehst du? Ja. Wahnsinn. Von innen wird es so massiert, bis es wieder wie original aussieht. Das machst du jetzt ohne warm zu machen und so, ne? Ja, genau. Jetzt werden die noch die Ränder geklopft. Die kleine Beule hier. Beulchen. Ich hoffe, das sieht die hier. Normalerweise. Jetzt ist es nichts mehr, natürlich. Nee, jetzt sehe ich nichts mehr. Wahnsinn, ohne ein Kratzer, nichts, keine Beulen. Aber so schnell können natürlich nicht alle. Ja, das ist Erfahrung. Das ist halt Erfahrung. Das ist Erfahrung, das sieht man hier auch an. Ja. Und sowas kostet in Deutschland 80 Euro. Was kostet das hier? Hier kostet es ungefähr jetzt 20 bis 30 Euro. Deutsche Glückscenter. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr ja gerne mal abonnieren. So, zum Beispiel. Größere externe Sachen, die Türe, siehst du die Türe? Ja, das ist ja komplett weg. Also der ist aber nicht ausgerollt. Doch, doch. Echt? Jetzt warte, der kommt noch. Und jetzt, guck, so sieht es aus. Ohne Lackieren? Ohne Lackieren, ja. Also schade für Deutschland, dass sie so einen Meister verloren haben. Gelegenheit habt, geht mal zum Kartop. Gibt es einen, den du da grüßen möchtest? Natürlich, den George, den Besitzer von dem Laden. Ja. Also George, hast gehört, der grüßt dich. Falls du das Video sehen solltest, kannst du mal einen Kommentar schreiben. So, Samuel Oster, danke schön für deine Zeit. Danke auch. Und ja, Chris, wir gehen dann weiter, ne? Ja. Saul, wir haben seine Bühne benutzt. Er hat einen Leistungsprüfstand, aber er checkt die Autos durch. Das heißt, ob jetzt Autos runtergedreht wurden, ob er lackiert wurde, der hebt ihn einmal hoch, checkt das Auto komplett durch. Und das macht der Kollege dann hier. TÜV-Voruntersuchung, ja. Inklusive Leistungsmessung. Genau. Ja, und dann halt wie mit Kali dann halt Kilometerstände nachprüfen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Ob da was manipuliert ist. Sehr schöne Halle hat der. Also ihr habt alle schöne Hallen. Aber das ist geil. Also Leute, sowas will ich auch in der Werkstatt haben. Guckt euch mal diese LED-Leuchte an hier. Wahnsinn. Topgesell, ja. So, wir sind in Manavgat. In diesem Zentrum halt. Hier haben wir einmal den Tunjian Automotiv, da könnt ihr auch mal gerne vorbeigehen. Nein, Türkük Center, so Auto Türkük Center. Sehr, sehr coole Welt und natürlich Asoto Expertise. Ich muss echt sagen, sehr, sehr coole Leute, haben uns sofort geholfen, wollten überhaupt kein Geld haben, haben uns zu trinken angeboten. Hier nochmal, Adam Oster auch da. Adam, tschüss. So, Dankeschön fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einmal liked und wer nicht abonniert hat, kann natürlich einmal abonnieren. So, an Chris auch nochmal Dankeschön. Bis dann, haut rein, ciao.